Facebook ist ja derzeit mit seinen negativen Seiten in aller Munde. Stichworte Hasspostings und Fake News. Dabei hat es natürlich auch viele positive Seiten. Man lernt unheimlich viele interessante Leute mit eben solchen Hobbys kennen, wie zum Beispiel Wolfgang Kleve mit seinem DDR-Museum. Wir haben ihn besucht. Wenn man das Leben in der DDR auch nur annähernd anschaulich darstellen will, braucht man neben viel Zeit vor allem eins, ganz viel Platz. Und den hat Wolfgang Kleve nicht nur durch sein mehrstöckiges Wohnhaus, das seine Großeltern gebaut haben. Auch auf dem großen Grundstück wurden Laube und Schuppen mit einbezogen. Ein Teil der, man muss es so formulieren, Riesensammlung zu beherbergen. Passend natürlich. So finden sich in der Laube zum Beispiel Campingartikel und eine Gastronomie-Ecke, im Schuppen dafür alles zum Thema Gartenarbeit und Heimwerken. Im Haus selbst findet man alles, was so zu einem DDR-Haushalt dazugehörte. Seit über 25 Jahren trägt Wolfgang Kleve das alles zusammen, wobei vieles war schon da, wie das in einem großen Haus, das von mehreren Generationen bewohnt wird, nun mal so war. Ich sammle eigentlich schon seit der Wende und seitdem mein Opa und meine Mutti verstorben sind, habe ich dann die Sachen übernommen und dann habe ich sie hier so umgestellt, die Wohnung von meinem verstorbenen Opa, das für Andenken habe und so habe ich auch ihr Tod ein bisschen verarbeitet. Das heißt aber, er selber hatte noch nicht gesammelt, du hast jetzt, sag mal, den Hausstand übernommen und dann ein bisschen so erweitert um andere Sachen, die dazugehören. Ja, ich habe ja praktisch den Hausstand übernommen von Mutti und Opa und von meinen Sachen, die ich als Jugendlicher hatte und dann praktisch erweitert, weil meistens Sachen, die wir selber im Haushalt hatten, beziehungsweise was wir auf Arbeit hatten. Und zur Arbeit zählte für viele zum Beispiel auch der Einzelhandel. Und so findet sich im Haus auch ein Raum, der einem Lebensmittelgeschäft nachempfunden ist. Mit allem, was es damals so gab, von der Waage über die Preistafel für Milcherzeugnisse bis hin zur Registrierkasse. Für viele sicher ein Déjà-vu, für andere ein Aha-Erlebnis, wenn sie so etwas noch nicht gesehen haben. Konzentrierst du dich jetzt auf bestimmte Sammelgebiete oder bestimmte Sachen? Oder sagst du auch, nee, es gibt bestimmte Sachen, die will ich ja nicht haben, schon mal aus Platzgründen oder aus anderen Gründen? Ich sammle keine politischen Sachen praktisch und dann auch Armee und andere bewaffnete Organe, da habe ich gar kein Interesse. Ja. Sind probieren Sachen aus dem täglichen Dienstbedarf, was wir damals hatten, praktisch im Konsum oder was wir selber dann immer Leben hatten, praktisch auf Alltagsgegenstände. Und da weiß man gar nicht, wo anfangen und wo aufhören. Alles können wir hier sowieso nicht zeigen. Das würde in den Rahmen unseres Magazins sprengen. Und ein wenig soll der Besucher ja auch nur selbst entdecken. Aber man sieht schon, dass Wolfgang Kleve eine Vorliebe für technische Geräte der Unterhaltungselektronik, wie man heute sagt, hat. Da habe ich ja vieles, weil wir auch vieles selber hatten und auch dann das alles zusammen ist, dann auch mal ein paar Sachen aus der Probstjahre. Ich hatte erst halt Interesse, so ab der 70er Jahre, ich bin ja Baujahr 61 und da war es schon noch nicht in der Probstjahre auf der Welt. Dazu kommt, dass schon Wolfgangs Opa mit der Schmalfilmkamera unterwegs war. Einige seiner inzwischen digitalisierten Filme haben wir auch schon in unserer Sendung gezeigt. Um sie auch den Besuchern des Museums zu zeigen, soll einer der alten Fernseher als Abspielgerät hergerichtet werden. Die meisten der alten Geräte funktionieren nämlich auch noch. Und sag mal, suchst du jetzt auch noch bestimmte Sachen? Meine, man hat ja nie alles komplett, also meine, dann bräuchte man wahrscheinlich eine große Halle. Suchst du jetzt bestimmte Sachen noch speziell? Beim Kaffee suche ich noch den Kaffeemixer, praktisch einen bunten Kaffee mit dem Kaffeeersatz drin. Das ist probieren, das Wichtigste, was ich suche. Vielleicht Cornflakes, aber mehr dann auch nicht mehr, weil sonst der Platz dann zu viel nicht mehr ausreicht und ich möchte die Übersicht noch behalten. Eine alte Tüte Kaffeemix wird sich doch noch irgendwo finden. Sie darf auch leer sein. Sie wird dann bei Bedarf mit Füllmaterial versehen. Auch ein paar DDR-Gaststättenstühle werden noch gesucht, um den Gastronomieteil einheitlich gestalten zu können. Der geneigte Besucher fragt sich natürlich, was sagt denn Wolfgangs Partnerin zu seinem Hobby bzw. seiner Sammelleidenschaft?
aber die geht da ganz pragmatisch ran. Meine Frau schon hat dann praktisch ihr Hobby, sie sammelt Eulenpuppen und ihre Romane und sie findet das auch gut. Sie hat mir auch viele Sachen dazu gegeben. Vor allem ihre Eulensammlung hat es schon zu einer beachtlichen Größe gebracht. Sammler sammeln ja nicht für sich allein, jedenfalls die meisten. Sie wollen ihre Schätze vorzeigen und sie leben vom Tausch und vom Austausch mit Gleichgesinnten. Das ist bei Wolfgang Kleve nicht anders. Und mit anderen Sammlern, sogar mit Museen in Langenwelden zum Beispiel, oder in Döberitz, in Brandenburg, mit denen arbeite ich eng zusammen. Das heißt, du kannst denen auch manchmal vielleicht mal helfen, wenn die was suchen? Ja, wir haben schon viele Sachen ausgetauscht. Was die noch nicht hatten und ich drei- oder vierfach hatten, dadurch habe ich andere Sachen wieder gekriegt. Allerdings stellt sich für viele Sammler irgendwann die Frage, was wird aus meiner Sammlung? Vor allem dann, wenn entweder keine Kinder da sind oder die keinerlei Interesse an der Fortführung haben, oftmals heutzutage auch ganz woanders leben. Da wollte ich mal sehen, ob irgendwie hier so ein Verein ist, Alltagskultur, DDR-Kultur, dass die das eventuell nachher übernehmen können. Oder sonst muss ich das in ein Museum stiften. Dann hast du keine, ne? Kinder, außer das Interesse besteht nicht. Aber so weit ist es noch nicht. Noch befindet sich alles im Haus der Erinnerung, wie Wolfgang Kleve sein privates Museum in Olmstedt tiefstapelnd nennt. Und man kann sich natürlich auch alles ansehen. Man muss allerdings viel Zeit mitbringen. Wie ist denn, wenn jetzt jemand den Beitrag gesehen hat und sagt, Mensch, das muss ich mir mal angucken. Wie kann man dich denn erreichen, um mal zu fragen oder um mal vorbeizukommen? Entweder über Facebook, da bin ich zu erreichen unter meinem Namen Wolfgang Kleve. Mhm. Über Google Plus bin ich, dann habe ich dann praktisch Haus der Erinnerung, meine Homepage. Ah. Da kann man ja auch über mich kontaktieren. Ich hatte schon etliche Besucher von Thüringen, von der Küste, sogar aus Burgportal. An dem Meldung haben das schon Leute aus Österreich. Die wollen nächstes Jahr dann kommen. Wenn sie Urlaub hier machen, dann wollen sie einen Abstecher hier machen. Praktisch, ja. Fahren praktisch von der Autobahn mal kurz runter, dann für ein paar Stunden sind sie hier und dann fahren sie weiter. Übrigens hat schon unsere Vorankündigung auf Facebook, die wir mit einigen Fotos versehen hatten, dafür gesorgt, dass sich erste Interessenten bei Wolfgang Kleve gemeldet haben. Und wenn man ganz schnell ist, kann man vielleicht auch noch die kleine Weihnachtsecke bewundern, die der Hausherr passend zu den Feiertagen gestaltet hat.